Also, mein Name ist Bastian Scheurer. Ich bin Sozialpädagoge in einer Tagesgruppe hier der Stiftung Jugendhilfe aktiv und leite mit meinen Kollegen zusammen die Bienen AG. Wir sind eine Einrichtung, die hauptsächlich Kindern und ihren Familien in verschiedenen Lebenslagen Hilfestellung anbietet. Also die Bienen AG haben wir 2018 ins Leben gerufen, weil wir persönlich auch ein großes Interesse zum einen an Honig haben. Das kam dann auch mit dazu, dass es in den Medien ja aufkam. Es gibt dieses große Bienensterben und was kann man dagegen tun? Und wir hatten Kinder hier auf dem Gelände, die auch ganz starke Berührungsängste mit Insekten hatten. Und da kamen ganz viele Dinge einfach zusammen, wo wir gemerkt haben, hey, da können wir eigentlich hier mit unserem großen grünen Gelände auch einfach entgegenwirken. Im Umgang mit den Bienen ist es immer ganz wichtig, so ein bisschen Ruhe zu bewahren und ein bisschen besonnen ranzugehen, möglichst wenig Störung reinzubringen. Und das ist gerade auch bei Kindern, die zum Beispiel mit ADHS zu uns kommen, eine große Aufgabe. Und eben dieses nicht hektische Handeln ein ganz gutes Feedback auch erzeugen kann von den Bienen, weil die wiederum melden relativ schnell zurück, ob was gut läuft oder nicht. Bei den Bienen ist durchaus die Aufgabe, dass man regelmäßig in die Beuten reinschaut und schaut, was ist eigentlich so los bei den Bienen, wie ist die Grundstimmung, ist genug Brut da, ist die Königin noch da. Und das muss man je nach Jahreszeit immer ein bisschen variieren und da ein bisschen reinschauen und so ein bisschen als Imker ja, von oben immer drauf gucken, ob alles stimmt. Ich habe nicht so viel Angst davor, gestochen zu werden. Ich werde auch regelmäßig noch gestochen. Das ist nicht schön, aber es gehört auch ein Stück weit dazu. Und ich denke mir immer, wenn ich so ein Volk aufmache und ich habe da mehrere hunderttausend Bienen und werde nur einmal gestochen, dann bin ich ja noch ganz gut weggekommen. Die können schon stechen, aber die machen es eigentlich nicht so. Und ich erschrecke mich schon manchmal, wenn die vor mein Gesicht fliegen, aber dann weiß ich ja, dass der Anzug da davor ist. Oh! Soll ich es machen? Ja. Die Besonderheit bei uns ist einfach die Herangehensweise mit den Kindern und dass wir vieles von dem, was wir benutzen, einfach selber bauen. Also alles, was aus Holz ist, können wir in unserem Werkraum selber herstellen. Es gibt natürlich auch so Sachen wie den Honig abfüllen. Das ist natürlich das Highlight im Jahr, gell? Wenn man Honig schleudern kann mit den Kindern und dann den Honig abfüllen kann und die Gläser etikettieren. Das ist natürlich schon mit ganz viel Abstand das große Highlight für alle, wo man das ganze Jahr drauf hinfiebert. Wie viel Ertrag kriegt man denn am Ende von so einem Jahr? Ja, das macht einen schon stolz, weil man einfach nicht nur irgendwo hingehen muss und was einkauft und es dann hat, sondern weil man schon selber auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Also ich glaube, dass sie schon mitnehmen, dass Bienen und die Umwelt was ganz Wichtiges für uns alle ist. Und dass es eben auch nicht selbstverständlich ist, dass alles, was wir von Bäumen ernten, einfach so da ist, sondern dass da im Vorfeld auch schon viel passiert ist und dass Insekten ihren Riesenteil dazu beitragen. Vielleicht wird der ein oder andere ja doch mal irgendwann uns besuchen kommen in 10, 20 Jahren und sagen, so, ich habe auch eine Imkerei, jetzt tausch nochmal einen Honig aus. Das wäre natürlich das Beste.